Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video aus dem Hause Sicherheitstechnik Cordus. Heute geht es nochmal um das Thema Zylinder ausmessen. Wie mache ich es am besten? Da wird ja mal eine ganz schöne Wissenschaft drum draus gemacht. Wir kriegen da mal die abenteuerlichsten Zeichnungen und es ist gar nicht so schwierig. Und deswegen möchten wir an diesem Punkt mal eine neue Hilfe für Sie vorstellen. Das heißt, Sie können bei uns jetzt so einen Messschlüssel anfordern. Das ist so eine Pappe. Und aus dieser Pappe können Sie einen Schlüssel raus perforieren, sag ich mal, so vorperforiert. Und wie das Ganze funktioniert, will ich Ihnen jetzt mal zeigen. Wie gesagt, das ist die Schablone, können Sie bei uns anfordern. Wo man das anfordern kann, das blenden wir im Video ein. Und wenn Sie dann eine Schließanlage bei uns im Schließanlagenplaner, im Online-Schließanlagenplaner abgespeichert haben oder bei Kauf von Elektronikzentren oder ähnlichem, dann kriegen Sie diese Pappe natürlich kostenlos zugesendet. Und jetzt, das war die Theorie und nun mal zur Praxis. So, also, lange Rede, kurzer Unsinn. Stift packen wir mal zur Seite. Ich trenne das Ganze mal hier ab. Tada! Da ist es schon. Und wenn wir es fertig haben, haben wir so einen Schlüssel. Hier steht auch nochmal alles drauf, was wie wo zu machen ist. Das legen wir jetzt zur Seite. Deswegen haben Sie ja mich. So, wir haben angenommen einen ausgebauten Zylinder. Dann kann man dieses Teil hier ranhalten, genau in den Spalt rein. Und dann kann man sehen, auf der linken Seite, wir machen es mal umgedreht. Dann müssen wir alle unseren Bildschirm nicht rumdrehen. So, tada, sehen wir. Auf der linken Seite 45, auf der rechten Seite 35. Tada, der Zylinder hat eine Länge von 45-35. Jetzt noch ganz wichtig, man schreibt immer die Länge zuerst auf, die an der Außenseite der Tür ist. Also wenn Sie eine Außentür haben, eine Hauseingangstür, also auf der Seite, von der der Einbrecher kommen könnte. Die Seite schreibt man dann zuerst auf. Also 35-45 oder 45-35. Das war bei ausgebauten Zylinder und nun will ich es Ihnen mal zeigen, wenn das Ganze entsprechend, wie das an der Tür funktioniert. Ich habe hier zufällig im Raum noch meine Mustertür stehen von einem der letzten Videos, als wir das Motorschloss gezeigt haben. Und die will ich jetzt gleich einfach mal nehmen, um das zu zeigen. Also dieser graue Kasten, dieses Motorschloss wird in einem extra Video vorgestellt. Von dem lassen Sie sich jetzt bitte einfach mal nicht stören. Ich habe den mal jetzt nicht abgebaut, weil ich den als Muster noch brauche. Ich zoome jetzt mal etwas in das Bild rein, wollte Ihnen nur mal die Gesamtansicht zeigen, dass Sie nachher im Detail sich nicht verlieren. Wenn wir von oben auf die Tür drauf schauen, dann sehen wir hier diesen Riegel. Und dieser Riegel wird durch dieses kleine Teil hier symbolisiert. Wenn ich also mir diese Messlehre mal hier anhalte und halte die mir genau vor den Riegel, dann brauche ich nur noch ablesen. Das ist jetzt sicherlich aus der Videoperspektive etwas schwieriger möglich. Aber wir hätten eine Tür hier von außen 30 und innen 35. Das sehen Sie natürlich durch den Winkel jetzt schlecht. Ich sehe das von hinten etwas besser. Ich will Ihnen damit nur zeigen, dass das auch bei eingebauter Tür mit dem Riegel einfach möglich ist. Ja, also man kann sich das auch noch den Riegel dann rausdrehen, um das ein bisschen besser zu halten. Aber 30, 35 und die Sache wäre erledigt. Sie sehen also, mit der Schablone ist es also im Handumdrehen ausgemessen. Wir würden uns freuen, wenn es zu dem Video Fragen gibt, wenn Sie den Kanal abonnieren. Wir beschäftigen uns, wie gesagt, mit Sicherheitstechnik rund um die Tür, rund um Ihr Haus und hoffen, dass wir mit diesem Messschlüssel wieder etwas dazu beitragen können, dass das Mysterium Schließzylinder ausmessen etwas einfacher geht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.